Einen wunderschönen Freitagabend, meine Damen und Herren. Chris ist wieder da, ich bin wieder da und wir gönnen uns jetzt mal wieder ein bisschen Pokémon Nuzlocke. Chris, bist du emotional bereit, durch den Vertania-Wald zu kommen? Kannst du deinen Arsch drauf wetten? Nice. Also ich habe gerade das Spiel ein bisschen leiser gemacht, weil es wirklich weggebrannt hat. Wie sieht unser Team aktuell aus? Ihr wisst Bescheid, es ist wieder eine ungerade Paarzahl. Ich übernehme gerade wieder das Steuer. Ich habe Taro offline mal so ein bisschen gelevelt. Auf 10. Und ich kann dir ja mal zeigen, wer seit 2 Attacken hat. Ich habe übrigens unter einem Kommentar in Pokémon 2 gehört, ey, level das Rattenvieh auf. Das ist echt krass. So ungefähr in dem Wortlaut. Ich bin bei Ratzfratz so ein bisschen zwiegespalten. Ich meine, wir wissen nicht, welche Attacken er lernt. Das Problem ist aber, dass wir schon genug normale Viecher hier rumfliegen haben. Also ich bin auch nicht dafür, dass er in unser Stammteam kommt, wenn es nicht sein muss. Nee. Aber wir quatschen mal gerade ganz kurz über die Attacken, die unser Taro am Start hat. Abgesang habe ich von Matze in den Kommentaren gelesen. Selbst wenn wir das Pokémon wechseln, geht das nur für das gegnerische Pokémon. Das würde ich gerne bis zum nächsten Part einmal bestätigt haben. Ah, Rettung durch Tausch. Ja, dann. Das ist aber übelst OP, oder? Du kannst doch nicht Abgesang machen, da hast ein Dragoan Level 50, gehst zur Seite, verteidigst dich ein bisschen, dann kippt's um. Ist das echt so? Hört sich zumindest so an. So hatte Matze es auch in den Kommentaren beschrieben. Deswegen ist Abgesang schon eine ekelhafte Attacke. Okay, alles klar. Ja, aber trotzdem würde ich es jetzt nicht deswegen schon in unser Hauptteam aufnehmen. Nee. Dann haben wir Felsgrab, 50er Stärke, 80er Genauigkeit, auch wenn sich das im Feld draußen beim Trainieren eher wie 50er Genauigkeit angefühlt hat. Ist aber unsere einzige Gesteinsattacke, die wir gerade haben. Und Mondschein, ein Heil-Move, den Taro bekommen hat beim Leveln. Mondschein, in einem Spiel, wo es keinen Tag-Nacht-Wechsel gibt. Scheißegal, Junge. So, warte. Du denkst, nachts wäre das richtig geil. Ich weiß nicht, gibt's hier überhaupt eine Uhr? Eine Uhr gibt's ja auch nicht, ne? Nee, das ist feuerrot, da gibt's, glaube ich, keine Uhr. Muss man gerade gucken, wer von uns die größte Verteidigung hat, weil das Vieh würde ich nämlich ganz gerne dann. Ich glaube, ich würde Lauch hier an erster Stelle setzen. Generation 3, da hat man Tag-Nacht abgeschafft. Und weil Game Freak mal wieder super Ideen hatte. Ja, ist so. Um sie dann in Generation 4 wieder einzuführen. Ja. So, Lauchi möchte ich ganz gerne ein bisschen leveln jetzt in der nächsten Zeit, wenn ich ehrlich bin. Und wir, meine Freunde, düsen mal durch den Vertania-Wald, wenn wir gerade schon mal da sind. Weil dann kann ich nämlich Rocco schön Chris aufs Auge drücken, wenn wir den nächsten Mal machen. Wir haben im Vertania-Wald unser Pokémon schon gefangen, nicht wahr? Ja. Verdammte Scheiße. Okay. Also ich sehe aktuell keine Fangmöglichkeiten. Wenn wir aus dem Vertania-Wald rauskommen, ist, glaube ich, da noch ein Patch of Grass. Ich weiß nicht, ob wir den benutzen dürfen. Du hast recht. Doch, das dürfte. Oder wir müssen mal gucken. Du kannst ja mal auf die Karte. Hast du die Karte? Ich glaube, ich habe die mir von der Schwester. Ja, habe ich mir gezückt. Okay, dann check. Kannst du ja mal kurz gucken. Die Frage ist, ob das noch als Route 2 dann gilt, ne? Dickdas Höhle? Nee, zählt als Route 2. Ja, und in Route 2 haben wir uns ja rein theoretisch schon ein Pokémon gefangen, weil das hier unten Route 2, meine ich, war. Von daher, wir wollen es ja fair spielen, ne? Ja. Yeah. Und dazu muss ich auch sagen, wenn ich die Pokémon level, achte ich penibel darauf, dass keiner von denen stirbt und bisher ist keiner gestorben. Boah, ich hab Angst, Alter, ey. Auf der einen Seite möchte ich so viel leveln, wie es geht, auf der anderen Seite möchte ich jetzt ungerne einen Trainer haben, der mich wegfickt. Okay. Das glaube ich nicht, doch wir haben ja gut gelevelt. Ich würde auch sagen, das Gretchen. So, das müsste der erste Trainer sein hier, oder? Oder immer noch nicht. Verdammt, wir sind die Pokébälle ausgegangen. Wie fange ich nun bloß Pokémon? Du solltest immer genug Pokébälle dabei haben. Okay. Oh, da ist er. Ich hab Angst. Du hast echt alles vergessen vom letzten Part, ne? Haben wir den auch schon besiegt? Ja, natürlich. Und das da unten war kein Trainer. Der labert nur von Pokébällen. Siehst du einfach mal, wie viel Angst ich habe, dass ich in jedem einen Trainer sehe. Hi. Ich meine, weißt du, ich könnte mich jetzt durch den Vertania-Wald quälen und dann oben rauskommen, aber im Endeffekt so oder so müssen wir leveln und Trainer-Pokémon sind einfach die stärkeren. Bitte. Hey, ein Pokémon-Trainer schielt sich nicht einfach so davon. Boah, der hat 3 Pokémon, Alter. Ach du Scheiße. Flo, mach jetzt bitte keinen Scheiß, Junge. Okay, alle. Das Vieh ist ein Biest, Junge! Okay. Letterking ist eine Stufe 3 Vieh, ne? Das ist übelst tanky. Ich meine, ich könnte jetzt
Es kann böse Attacken im Original, aber hier kann es andere Attacken. Ja, ja, ich möchte mal gerade ganz kurz, was war Tarnung nochmal? Ich will jetzt mal gerade meine Optionen abwägen hier. Tarnung war, glaube ich, Initiative. Nee, das verändert deine Elementklasse, aber wow. Du weißt nicht, wo sie wechselt. Das sind Normalvieh, da brauchst du eh nicht deine Klasse ändern. Ich meine, wir haben same Type Attack Bonus, wir können Säure mal versuchen. Du kannst auf jeden Fall einmal Säure. Okay. Oh, ja. Darfst du gern weitermachen, Wirbelwind. Also, ist okay, dass die überhaupt eine Animation haben hier, wenn nichts passiert. Wow. Cool, weiter. Ich bin überlegen, ob wir. Nee, wir machen jetzt keine Abgesang-Taktik. Wetter gegen Faulenzt. Ich hab Angst. Ich auch. Komm, gib mal einen Crit, Junge! Kratzer ist okay, Das könnten wir überleben, ist okay. Wir müssen auf Crits aufpassen. Ja. Wir müssen die mindestens noch zweimal angreifen. Oh. Faulenzt. Ich glaube, Faulenz ist wirklich, das bringt ihm nichts. Das ist eine Negative von dem Pokémon. Ja. Hier nachwechseln wir erstmal. Ja, kannst du aber glauben. So, Letterking ist besiegt. Dafür müssen wir jetzt aber übel EP bekommen. Denke ich auch. Boah, das könnte sogar ein Level überspringen, wenn wir Glück haben. 315, Junge. Oh, nice. Boah, Junge. Krass. Und wir kriegen viel Special Attack und Special Verteidigung und KP, nehme ich gerne. Das wird ein gutes Pflanzen-Pokémon, wenn wir eine Pflanzenattacke kriegen. Lamus ist Wasserpsycho. Wasserpsycho, ja. Ich guck mal gerade, ob wir eine Unlichtattacke dabei haben. Ja, mit Hippo. Ja, nee, das ist eine Geistattacke. Ja, aber Hippo, aber Geist ist gut gegen Psycho-Attacken. Versuchen wir es mal. Auch wenn es so eine, ich glaube Schlecker ist nur 20, aber wenn es... Und Psycho bringt nichts gegen dich, weil du nur Geist bist. Wärst du Nebulak, wärst du Geistgift, das wäre dann mehr kritischer. Gucken wir es einfach mal. Warte. Ich will mal nochmal ganz kurz nochmal die Attacken nochmal präsent rufen, was wir jetzt hier für Optionen. Ich muss danach wieder heilen gehen, Alter. So viele Optionen haben wir noch nicht, Junge. Was willst du dir angucken? Schlecker 20, ich weiß nicht. Okay. Ich will nochmal überlegen, ob wir jetzt Zermalmklau machen, weil selbst wenn wir Schlecker nehmen, haben wir doppelte Stärke, damit haben wir 40. Mit Zermalmklau haben wir allerdings 75. So wird hier Effektivität berechnet. Pass auf, ich mach einmal Schlecke, einmal zu meinem Clown, wir gucken, was mir abzieht. Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass wir Hippo auch Wifi hätten nennen können? Stimmt, ey. Weißt du warum? Wegen dem Symbol auf dem Rücken. Ja, er hat einfach mal das. Er schläft sehr schön, ja? Er hat einfach mal das. Ist so, ey, wir haben WLAN im Wald. Das Wifi-Symbol auf dem Rücken, ist mir so aufgefallen. Ja, zu meinem Clown macht mehr Damage, sehr schön. Ja. Er schläft 3 Runden nach Erholung, sprich, das war's für ihn. Oder wir schlagen daneben. Es gibt keine feste Rundenanzahl. Wann hast du die denn? Du darfst den Pokémon Go Wissen hier nicht anbringen. Also nee, aber ich meine, Erholung hat, du schläfst ein und nach 2 oder 3 Runden wachst du wieder auf. Okay, das war so zuerst random. Ah, okay. Kann ja gerne mal einer in den Kommentaren uns reinschreiben. Ja, ist egal. Hauptsache Kampf ist gewonnen. Ist so, ey. Level 12, Junge, bam! Ordentlich KP. Quaputzi. Ich würde bleiben. Ja, würde ich auch sagen. Nein. Also Evoli oder bleiben, würde ich sagen. Ja, wir bleiben. Wir müssen nur darauf achten, dass wir diese ein bisschen eben leveln. Ich mach mal jetzt meine Klaue. Ja, würde ich gleich weitermachen. Gut, dass wir gelevelt haben, ey. Nice, sehr schön. Jetzt mach keine Ultra-Attacke, bitte. Blubber, okay. 30er Move oder so. Ich staune, dass die mal Attacken haben, die zu ihrem Typ passen gerade. Ja. Initiative ist okay. Jetzt, wenn du nochmal Blubber einsetzt, kann ich damit arbeiten. Panzerschutz, jetzt kommt der mit Totok-Attacken hier, ey. Krass. Tschüss. Ist egal, du bist tot, Junge. Du bist tot, begraben. Lavandia-Turm, Junge. Boah, diese Level-Ups geben mir ein richtig gutes Gefühl gerade. Ich bin mal für eine coole Attacke, die wir dafür kriegen. Ja, ist so. So, ich werde jetzt leider zurücklaufen müssen, um zu heilen. Ich gehe jetzt hier kein Risiko ein. Jetzt hätte ich das Geld nicht so schnell wegdrücken können. Jetzt wissen wir gar nicht, was wir gekriegt haben. Der kleine Schisser hier. Ist so, ey. Ich bin überlegen, ich könnte einfach das Spiel speeden und dann sind wir schneller wieder im Pokémon Center, aber das wäre langweilig. Ja, jetzt passiert da eigentlich nichts. Also jetzt hätte ich nichts dagegen, wenn du es tust. Wieder wahr. Alter Mann, geh weg! Seufzt er einfach sich tot und wirft sich in meinen Weg. Nein, du kommst nicht ins Pokémon Center! Ich krieg erst ein Bier! Ich sag mal, so leider die Laufschuhe haben, braucht man nicht mehr speeden. Aber jetzt, ja, stimmt, wenn du jetzt nur von hier bis in Ventania Wald speedest, ist voll okay. Auch wieder wahr. Verpassen wir ja nichts. Ich will kriegen, kriegen wir mehr spannende Sachen ins Video rein. Auch daher. Aber, ey. Ich will überlegen, ob ich mal Abgesang testen soll. Nein. Aber ich will auf jeden Fall Flammy mal tauschen und mal ja, Flammy einsetzen. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Sehr schön. Aber Taro würde ich jetzt nicht unbedingt benutzen,
Wir können höchstens mal gucken, wenn Rocco eine Ultra-Attacke. Wenn es ganz kritisch wird, dann müssen wir ihn benutzen. Aber ansonsten. Ja, ja, ja. Ah, dass sie das nicht bedacht haben, ist schon ein bisschen cheap, ey. Seelentau? Ist das ein Item, was Geisterattacken verstärkt oder sowas? Ist irgendwas zum Halten auf jeden Fall. Kann von Latios und Latias. Und Latias. Ja, ist klar, Leute. Ist klar. Da hast du deine random Items, ey. Ich glaub auch, ey. Ich habe wegen dem Machoban übrigens auch nochmal nachgeguckt. Also das hat wirklich mit diesen IVs, Eevees zu tun. Ah, okay, cool. Also diesen, also auf Deutsch heißt es mit Fleißpunkt übersetzt. Also dieses, ich kann ja mal kurz reden, solange hier nichts passiert. Na klar. Das haben sie in der dritten Gen eingeführt, dass man aktiv sein Pokémon beeinflussen kann, wo es sich verbessert. Und ja, also je nachdem, gegen welchen Pokémon man kämpft, kriegt man bestimmte Punkte und steigert sich eher in KP, Angriff, Initiative und so weiter und bla bla bla. Und das ist so ein Pro-Ding, das man detaillierter besprechen könnte irgendwann. Für kompetitives Spielen, glaube ich auch. Ich bin genau. Zwar klein, aber ich will nicht, dass du mich deswegen gewinnen lässt. Ich habe Angst, die haben nämlich in dem scheiß Vetania-Wald hier mal 5000 Viecher, ey. Ja, nur zwei, damit können wir arbeiten. Du bist auch so ein 5000, ey. Rettan! Die Sprites sehen aber gut aus, ey. Ja, gut, dass wir nicht mehr Mirapla haben jetzt. Ja. Bedroh. Okay. Ja, schön. Das ist normal. Direkt auf Rohr raufknallen. Ja. Macht doch Sinn. Keine Müdigkeit vorschützen. Achso, der macht jetzt irgendeine Kackattacke. Ne, Giftstachel ist okay. Oh, keine random Scheiße. Oh, shit. Dann müssen wir gleich mal wechseln im nächsten. Ja. Und dann direkt wieder nachher zurückgehen. Ja, da KP darf nicht so tief sinken, ansonsten stirbt unser Starter direkt. Ich kann leider gerade nicht sonst müssen wir halt einen Trank verschwenden. Oh, okay, wir müssen den Trank verschwenden. Ja. Sonst kommen wir nicht rechtzeitig ins Pokémon Center. Nee. Also ich weiß es nicht, wir können ja mitzählen, ne, aber... Ich mach jetzt einmal noch... Ja, mach Aufruf. Ne, Zahltag müsstest du es eigentlich auch um... Ja, ich gehe kein Risiko ein. So, jetzt müssen wir wechseln. Die kriegen jetzt nochmal KP dazu. Einen oder zwei, ne? Ja. Zwei. Ja, wie gesagt, wir können ja mal mitzählen. Müssten wir ja mitkriegen. Knackleon. So ein Drei haben so einen komischen Namen, ey. Ja. Oder ist das dieser Elektrolöwe? Nein, Knackleon ist dieses kleine Vieh, was aussieht wie so eine Schere von Scherox. Okay. Ich gehe jetzt kein Risiko, eine mach Hippo. Ich brauche jetzt Damage. Das wird das nicht mal so zum Riesendrachen oder so? Ich glaube ja. So, One-Shot. Ja. Sehr schön. Oh, ich bin doch nur ein kleines Knackleon. Nein, so stör. Dein Maul, Junge. Atombombe direkt geworfen. So, ich guck mal gerade, ob ich einen Giftheiler dabei habe. Ob ich schlau genug bin, mir einen geholt zu haben. Ja, natürlich nicht. Was willst du mit einem Giftheiler? Genau solchen Situationen vorbeugen, ey. Jetzt beweg dich doch mal ein paar Schritte. Ich will mal sehen, wie das hier aussieht. Da habe ich die Tränke. Können ja mitzählen, wenn wir nicht so, beschleunigen. Warte, wir haben 21. Ich will mal sehen, wie viele Schritte 20, überhaupt. 19, 18, bei 17, drei benutzt man Trank. Ja, 16, nee, das 15. Schaffen wir nicht. Ich muss mal übrigens gerade Eevee wegwerfen vom ersten Platz, wenn ich gleich ein random Pokémon habe, ey. So, 15. 14. Let's play Andy zählt. Ich mache jetzt mal einen Trick mit dir. 13, 12. Was ist denn für ein Trick? 11. Geht der noch? Der schon mehr nur am Glitch-Abusen ist hier. Was machst du denn da? Ich glaube, du kannst den Gift-Counter resetten, wenn du ins Menü gehst oder speicherst oder so. Augenscheinlich geht das nee, nicht. Nee, dann ging es nur in Gen 1. Dann benutzt mal jetzt einen Trank, weil das schaffst du nicht. Ich weiß du denn noch? Du hast noch 8. Ja, so oder so ist es scheißegal. Benutzen wir ihn so oder so. Du hast zwei dabei, haben. Ja. Das Gift, ey. Nein, Flammy, stirb nicht, Bruder, bitte nicht! So, jetzt müssen wir es aber dahin schaffen, ey. Ja, lauf lieber ohne Beschleunigung. Nee, nachher laufe ich gegen die Wand 20 Mal und dann bin ich sofort tot, auf keinen Fall, ey. Ich gehe übrigens jetzt einmal gegen Gift und dann mal noch einen Trank holen. Kannst du machen. Just to be safe. Das schaffen wir so schon gerade so, ey. Ja, wie viel hast du noch? Nein, nicht in den Beutel. Nicht in den. Raus aus dem Beutel, die Finger! 19. Ja, okay, das reicht. Ja, ich will mein Bier, Mann, lass mich durch! Alle 6 oder 8 Schritte, irgendwie so. Ja. Ich geh lieber nochmal von sich, guck mal nach. 12. Die Pokémon-Fürsorge hier, ey.
hier hast du noch einen Trank, damit du unbedingt bis zum Pokémon Center durch. Andere Trainer in jedem normalen Rang. Stirb halt, ey. Wenn ich in Mamoria City angekommen bin, belebe ich dich wieder. In einem normalen Run benutzt man keine Tränke bis zur Pokémon-Liga oder so. Ja, ist so. Da hast du die normalen Tränke, wenn du in irgendeiner Höhle gerade mal was brauchst und dann schmeißt du 10 auf einmal in so ein Vieh rein, weil du keinen Bock hast, einen Hypertrank dafür zu benutzen. So, mein Freund, was hast du denn Schönes für mich zum Kaufen? So, ich hätte ganz gerne ein Gegengift. Das wäre nämlich deutlich günstiger gewesen als dieser scheiß Trank hier. Da war davon auch nochmal zwei. So. Übrigens habe ich rausgekriegt, wie viel wir bei Zahltag immer kriegen, wo wie das berechnet wird. Wie? Und zwar 5-mal dein Level von dem Pokémon, das es einsetzt. Das heißt, du kannst maximal 500 kriegen, wenn du ein Level 100 hast quasi. Aber damit können wir irgendwann richtig gut Geld machen, wenn wir irgendwelche Level 3 Viecher besiegen. Je nachdem, wie lange wir die Move haben, ja, auf jeden Fall. Also ich würde die doch erstmal behalten. Ja, aktuell sehe ich keinen Grund, nicht Locktuff zu eliminieren. Ja, ist so. Ich meine, der 10er-Move ist super, um wilde Pokémon zu fangen, sind wir mal alle ehrlich. So. Komm, ich will in diesem Part den verdammten Bethania-Wald schaffen, ganz ehrlich. Das kriegen wir doch hin. Ja, so viel kommt er da nicht mehr. Auf dem Weg raus aus Bethania City. Hast du auch damals diese Pokémon-Musik-CD gehabt? Nope. Boah, die war richtig lit, Junge. Da war so, ich glaub, das Team Rocket kommt. Jetzt gibt's Ärger, richtig Ärger. Riesen, das war so geil, ey. Da hast du doch mal so zwei Lieder drauf, die du von der Serie kennst. Und den Rest haben so einen Scheiß gemacht, den keine Sau kannte. Ja. Von Shinchan gab's auch so eine Musik-CD. Die war genauso scheiße. Ich mach gerne Ärger. So richtig grausamer Kram, ey. Lauf straight durch. Ja. Ich bin überlegen, ob ich wieder Evoli nach vorne ziehe. Ja, kannst du ruhig machen. Weil ich würde Evoli gerne auf. Also ein Level haben. Ein, zwei Level kannst du auf jeden Fall noch kriegen. Ich würde sowieso Power grinden, bevor wir zu Rocco gehen. Zumindest auf 16 oder so. Wir müssen ja nicht krass. Oh, Sneeble! Oh, Quiekel. Eisboden. Genau, aus Gen 2 meine ich. Wäre auch ein cooles Pokémon gewesen. Hätte man einen riesen Eber gehabt irgendwie. Ist so. Fand ich auch mega cool. Das ist ein Trainerkampf, der sich versteckt. Pass auf. Naja, pass auf, ich hole den Trainerkampf gleich, aber hier sind wir schneller in Mamoria City. Sprich, ich mache jetzt, weil ich weiß, da ist noch ein Trainer, ich mache erstmal die Route hier frei. Damit wir nicht ewig hin und her laufen müssen. Genau, weil ansonsten müsste ich den ganzen Weg wieder zurück gleich. Ich meine, hier war ein Pokéball irgendwo. Ja. Oh, ich bin gespannt, was kriegen wir jetzt? Wir könnten jetzt einen Flamara machen, ne? Also ich finde, du solltest dich bald mal entscheiden und nicht bis zum Wasserstein warten. Es sei denn, du willst unbedingt einen Aquana. Also, pass auf, ich hatte mich da mal ein bisschen mit Martin drüber unterhalten. Und über Stats. Ja, das hast du beim letzten Mal schon erzählt. Ja, ich weiß. Jetzt nicht nochmal nein, ich weiß, aber Flamara ist ein bisschen glasskenniger und Aquana ist tankiger. Und für den Nuzlocke brauchen wir eigentlich tankigere Pokémon. Weißt du, wie ich meine? Ja. Wir könnten aber auch darauf setzen, ein anderes tankiges Pokémon zu kriegen. Ja, wir können ja mal schauen. Ich sag mal, allein Hippo hat noch eine dritte Entwicklung. Auch wieder mal, Alter. Aber das solltest du irgendwann nicht entscheiden, weil es ist, desto früher wir es entwickeln, desto besser ist es, glaube ich. Weil es dann mehr von der Entwertentwicklung profitiert, was die Stats. Ja, Sejong. Das gefällt mir gar nicht. Taro, wo bist du mit deinem Abgesang? Nein, du wechselst jetzt nicht zu Taro. Pass auf, ich mach einmal Zahltag. In Aufruhr, ja. wenn ich Aufruhr mache, hänge ich sofort drin. Ja, das hätte ich auch gesagt. Oh Gott, bitte hab keine Ultra-Attacke dabei. Das nice. war ein Crit. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Nice. Blubstrahl ist 60. Eklig genug. Ist okay. Nochmal ein Zahltag, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Und dann, vorsichtig. Solange du schneller bist, ist alles okay. Keine Ahnung, wie viel Stärke das hat. Ich könnte hier wollen oder nicht? Ja, ist die Frage. Wenn er gleich mit irgendeiner Attacke crittet, haben wir richtig Arschkarte. Dann wechselt zu Lauchi. Pflanze und so. Du meinst jetzt? Weil er macht ihm keinen Schaden. Und Lauchi kriegt dann auch ein bisschen was ab, weißt du? Auch wieder wahr. Außerdem. Weil ich hab so ein bisschen Angst vom Crit gerade. Was? Ist okay. Ich dachte gerade nämlich. Das wäre Direct Ice Damage, Alter. Alter, weil Eis gegen Pflanze wäre richtig Endgegner gewesen. Mhm, hätte One-Shot sein können. Ja. Alter, ich wechsle mal zu Lauchi. Weg. Boah, schön. Lucky Crit, Junge, sehr schön. So, Flammy, Lauchi, sehr schön.
Diese ganzen Übertanks, die uns entgegen sich stellen hier schon, ey. Ist so, ey. Ich habe mich übrigens entschieden. Ich weiß, dass Aquana die bessere Wahl wäre. Statwise und sonst was. Aber ich will einen scheiß Flamara haben, Junge. Finde ich gut, dass du zu deiner Wahl stehst. Wir haben es Flammy genannt. Wir ziehen das jetzt durch. Auch wenn es die dumme Entscheidung ist. Hier dürfen wir kein Pokémon fangen. Ich halte jetzt meinen Evoli und dann entwickeln wir es weiter direkt. Ist mir egal. Highlight des Ports! Ein Mann des Wortes. Ein Mann des Wortes. Bin ich dabei. Ist mir egal. Zur Not kaufe ich. Zur Not, ganz ehrlich, scheiß ich drauf und ich farme mit Zahltag einfach 100.000 Poké-Dollar und dann hole ich mir einfach ganz viel Protein aus dem Shop. Pff, Ende. Aber ich will jetzt meinen Drecksflamara haben. So. Warte. Wir gehen dafür draußen schön an die frische Luft. Okay. Bevor du es tust, check nochmal die Stats ab. Oder sehen wir bei der Weiterentwicklung die Stats hoch? Das weiß ich gar nicht, aber wir können das jetzt mal direkt machen. Warte. Ich meine, wir haben einen Feuerstein gefunden. Wenn das kein Zeichen von... Wenn das kein Zeichen ist. Abgesehen von dem Dollarstein davor. Ja, komm, scheiß drauf. So. Niemand mag Pizza. So, wir haben 17, 18, 19 und 21, 21. Okay, also wir, boah, sind die even, die Stats, ey. Wird Zeit, dass wir uns mal irgendwo verbessern in der Richtung. So. Ist ja allround überall gleich, ey, ist ja schlimm. Wieso, wir entwickeln jetzt unser Evoli. Ich meine jetzt gerade hat es so keine Stärke irgendwo. Ja, ja. Oh. Unnütz! Friss den Stein! Feuerstein, bei Flammy verwendet. Guck, jetzt muss ich B, ey. Ne, ich hab meine Finger vom Keyboard weg, glaub mir. Jetzt hätte ich es gern, dass das Pokémon dir hinterherläuft, wie in Yellow oder in den anderen. Ah, oh, das wäre cool. Ich liebe Flamara, ist meine Lieblings-Evoli-Entwicklung. Ich bin neidisch. Oh, sieht das schön aus. Ist so. Oh! Glückwunsch, dein Flammi wurde zu Flamara. Ja, Mann! So, jetzt bin ich mal auf die Stats gespannt. Hat sich bis jetzt so gar nichts geändert. Nee, ich schätze mal so 10 ab irgendwo. Hat auf jeden Fall 3 KP mehr. Aber guck mal, das sieht Angriff! Junge, Angriff ist von 19 auf 33 hoch. Initiative und Verteidigung sind schlechtes bisher. Aber immerhin hat es jetzt mal so eine Richtung irgendwo, weißt du? Ja, ja. Und alles ist besser als Evoli. Und wenn wir Glück haben, ich weiß nicht, wie der Randomizer das macht, lernen wir früher Feuerattacken als es normalerweise genau der Fall. Genau das ist der Grund, was du gerade sagst, warum ich es jetzt entwickelt habe und nicht erst auf 20 oder so. Weil wenn wir Evoli weiterentwickeln, lernen wir nur Normalattacken. Wenn wir jetzt Flamara weiterentwickeln, lernen wir Feuerattacken. Und ich kann verraten, normalerweise in Feuerrot oder Rot-Blau, je nachdem, unterscheidet sich das nicht so viel. Und Flamara lernt relativ lame Attacken und hat vielleicht ein, zwei Feuerattacken. Der Randomizer könnte hier die richtige Würze reinbringen und daraus ein Monster machen. Ja. Bin so. Ich sehr gespannt. Ich möchte dich mal den alten Mann lesen und deswegen lese ich aber den kleinen. Pokémon sind einfacher zu fangen, wenn sie verletzt sind oder schlafen. Trotzdem gibt's keine Erfolgsgarantie. Spasti. Mit wachsender Erfahrung lernen Pokémon neue Attacken. Manche Attacken kann ihnen jedoch nur ein Trainer beibringen. Los, Taro, benutzt Domestic Violence. Man nennt mich auch Captain Obvious. Ist so. So, wir haben noch einen Trainerkampf im Vetania-Wald. Oh, ich will Flamara sehen. Kannst du aber glauben, ey. Flammy ziehe ich jetzt ganz nach vorne. Wenn ich es nicht schon gemacht habe. Gucken wir mal gerade nach. Unser Game Advance kann aber nicht abstürzen, oder? Sonst würde ich sagen, speichern mal so zwischendurch. Du meinst, warte, ich speichere mal auf meinem Gameboy. Moment. Ich weiß, dass man das sieht, ne? Ja, das ist ja nur ein Gameboy. Mit einem Atomkraftwerk hinten dran. Das ist ein ganz normaler Gameboy, Freunde, wie wir gerade aufnehmen. Ich hab eine Elgato Capture Card einfach an den Slot vom Audio gemacht. Und so nehmen wir auf. Ergötzen wir uns an dem Sprite. Oh. So fucking cool. So fluffig. Auf Ruhe! Du übertreibst es gar nicht, ne? Nein, tue ich auch nicht. Ich one-shotte ja eh. It's so orange. Diese 30 haben so nichts gebracht. Egal. So, wir haben oben noch einen Pokémon-Kampf, den wir gewinnen müssen. Wumpel, fang mich! Fang mich, ich töte gut, dich. Gut, dass das nicht das erste war, was wir hatten. Das ist nämlich nur so ein lames Käfer-Pokémon, Abklatsch von Raupi und Onyu. Ja, yeah, genau. Das wird dann, glaube ich, dessen Weiterentwicklung auch relativ schwach sind. Ich meine, es hat zwei verschiedene Cocoons oder so. Mhm. Irgendwie noch so. Zwei verschiedene Butterflies, die es werden kann. Genau. Je nachdem. Du wärst schön gewesen. Ja, das wäre echt schön gewesen. Das wäre nochmal besser als Mirapla gewesen. Nein! Ich wollte nicht Umklammerung machen. Alles gut. Ach, Absorber zieht mir nicht viel ab. Der durfte dich kaum jucken. Sollte sogar nicht effektiv sein, glaube ich. Jo. Oder? Ja.
Okay, dann hole ich mal ein bisschen Geld. Wir müssten dann 36. Nee, warte. Mhm. Nee, warte. Doch. 5 mal 60. 60 müssten wir 60. Bekommen. Mhm. In your face, Bisasam. Ja. Oh, schuldige. Oh, Volltreffer. Tatsache. Krass. Mhm. Was geht ab, Mann? Bitte? Weißt du, dass Pokémon sich entwickeln? Was? Ich dachte schon, wäre kein Kampf jetzt, ey. Breaking News. Oh, 3. Alter! Ja, wir haben eine gute Wahl, die wir gerade vorne haben. Das stimmt, ey. Alter, Level 7, ich habe so ein bisschen Schiss, aber ich würde sagen, Aufruhr. Ja, ne? Wir haben keine Wahl, wir müssen jetzt Damage machen. Wenn der jetzt eine Hornbohrer hat oder so. Aeroas ist okay. Komm, Crit. Ah, warum kein Crit? Windschnitt kriegen wir auch noch hin. Das ist okay. Sollte nicht so schlimm sein wie Aeroas. Nee. Ja, okay. Plus wechseln danach, ey. So eine Angst um dieses wertvolle Pokémon. Ja, ist so, ey. Und unsere kleine Glaskanone. Wupp, wupp. Nice. Wenn es jetzt Glut lernen würde, nur um Dreieck springen. Guck mal, hat schon einen Angriff 40. Also den kannst du auch physische Attacken beibringen. Okay, Logok, ich würde jetzt ganz gerne wechseln. Ist Logok nicht ein Starter? Ja, von Gen 3, dieses Feuerküken, oder Gen 4. Hippo. Korrekt, sehe ich genauso. Keine andere Wahl. Also Flammi wäre auch noch okay, aber es ist ein bisschen angeschlagen. Nee, ich habe ein bisschen Angst. Dann lieber Hippo und Samalmklau. Ist das nicht sogar eine Weiterentwicklung schon? Ja. Die Alter, wollt ihr mich verarschen? Samalmklau dürfte aber ordentlich Samal Damage machen. Samal das weg. One-Shot, Junge, Hippo kommt rein, okay. Junge, bam! Damit ich es nicht gerechnet mit dem One-Shot. Hippo ist ein Biest, Mann. Finde ich auch gut, ey. Wir brauchen einen Biest. Und KP. Maximal KP. Perfekt. Mhm. Sag jetzt, wird unser Tank. Ich könnte... Wohin genau? Ich könnte... Lauchi. Ich glaube, wohin genau kann eigentlich eine Arschattacke, die wir aber irgendwie ausgestellt haben, die wir in so einer Option drin haben. Ja. Wonder Guard, ne? Ja. Nehmen wir Taro, ja. Oder? Ist der Wasser? Ich weiß es nicht, aber ich würde Taro gerne mal machen, ansonsten benutzen wir ihn ja eh nie. Willst du Abgesang machen? Ich würde es mal versuchen. Okay. Aber warte, für Abgesang muss ich Taro ja wechseln. Ja. Kannst ja wechseln. Ja, versuchen wir es mal. Ich meine, ein bisschen kriegt er. Das kleine Vieh, ey, guck's dir an und fällt schon so tot um, ey. Ich würde oder einmal gerne... auch ganz ehrlich alle Felsgrab machen. Ja, genau. Ja, wir haben gerade ein Logo gewandschottet. Kreuz. Okay, nevermind. Was? Nebelball ist glaube ich, nur Genauigkeit. Okay, keine Ahnung, was das ist, müsste ich nachgucken. Du kannst ja mal Mondschein. Hast du schon mal gecheckt, wie viel Mondschein heilt? Komplett, glaube ich. Okay, dann mach Abgesang jetzt. Oder willst du es. Nee, wir machen. Theoretisch könntest du Felsgrab machen und dich immer wieder hochheilen. Das Problem ist einfach, dass Felsgrab super inaccurate ist. Merkt man ja. Ich heile mich jetzt einmal nach dem Abgesang. Einmal, ich will's, dann sehen wir mal, wie es aussieht. Zwar in Gen 2 war das so ein Strahl, der einfach nur von der Seite kam. Hier haben sie einen Mond hingemalt, okay. Glitzer. Nice. Krimasse. Okay. Ist das nicht, dass wir nicht mehr wegrennen können? Nee, das ist Initiative. Okay, dann Abgesang. Du kannst. Achso. Was sagen. Aber wenn du jetzt wechselst, würde ich von vornherein probieren, ihn umzuhauen trotzdem. Du musst jetzt nicht mit einem anderen Pokémon stallen und warten, bis... Nee. Ich meine, ich könnte jetzt anfangen zu stallen. Was machst du? Ich hab noch genug Runden. Willst du doch wechseln, damit dieser scheiß Countdown weggeht? Ja, ich weiß, aber ich hab ja 3 Runden. Und das andere Vieh, Ja, aber wechsel doch einfach direkt. Mach doch nicht so ein Bullshit hier. Aber ich kann mich heilen. Was ist, wenn das Bullshit ist, was dir da gesagt wurde? Und der würde jetzt einfach umfallen, wenn du hier rumstallst. Nein, das ist mir schon klar. Aber 1-2 Runden haben wir ja. Das ist ja erst nach 3 Runden der Fall. Ich weiß nicht, was ich meine gerade. Egal. Oh. Das ist deine Fähigkeit. Ich hab's dir gesagt. Was hast du mir gesagt? Nein, das hab ich dir nicht gesagt, aber... Nein, die Fähigkeit... Goodbye, Tao. Was nice knowing you. Nein, wohin genau? Du Bastard! Naja. Komm, Kritik. Okay. Aber das wird nix. Oh, Risikotackle. Oh, das könnte ihm Schaden machen. Nicht genug.
Ich kann nicht wechseln, ne? Das Pokémon! Genau das, scheiße. Na ja, egal, das war's. Lucky Crit und Risikotackle. Oh, nee, das war's, Taros, tut mir leid. Es war süß, dich zu haben. Aber deine beste Attacke sorgt dafür, dass du jetzt stirbst. So, wer von denen bekommt denn jetzt die XP? Ich gebe Flammy einfach mal die XP. Ja. Fick dich, Lawrence. Halt einfach deine Schnauze und fick dich, Lawrence. Ich hasse dich, du kleiner Bastard. Keine Cheap Tactics in Zukunft bitte mehr. Auch wenn wir das nochmal kriegen sollten. Das, ich wusste ja nicht, dass wohin genau Wegsperre hat und wir nicht wechseln können. Ich sag ja nur, ne? Siehst ja, was passieren kann. Deshalb keine Cheap Wins versuchen, sondern nur die sicheren Wins. Ich weiß, dass du das nicht wusstest, aber, ne? Egal, was ich gemacht hätte. Versuche nicht so hart mit Glitches und sowas zu arbeiten. Nein, nein, das ist mir schon klar. Aber ist egal, was ich gemacht hätte. Ich wusste, so oder so hätte ich wechseln können. Das ist ja seine Fähigkeit, keine seiner Attacken. Nein, gewesen. Aber ohne Abgesang hätten wir es geschafft. Ja, das weiß ich, klar, aber... Wahrscheinlich. Hätte er auch Felsgrabhead auch 6-mal daneben schießen können, hätte man auch ein Problem gehabt, aber... Ja. Scheiß, wohin genau, ey? Wo soll man denn wissen, dass er eine Fähigkeit hat, die Wechsel nicht... Miese Kombi, Alter. So, ich hatte lustigerweise in den Kommentaren gelesen, dass jemand gesagt hat, hey, mach doch, anstatt die Pokémon freizulassen, einen Pokémon-Friedhof. Fände ich nicht so cool. Weil sonst hast du sie immer noch bei dir, weißt du? Aber so könnte man später durchgehen und gucken, wer alles gestorben ist. Yo, Choice. Ich finde, du solltest bestraft werden für den Move und das ist härter, wenn du es entlässt. Ich glaube, darum geht's auch, dass sie nicht mehr da sind. Ja. Es gibt übrigens eine Sonderregel im Nuzlocke. Wenn du das Pokémon entlässt und es kommt wieder, darfst du es benutzen. Ich weiß nicht, willst du das machen, bevor wir es entlassen und es kommt wieder und wir sind dann in der prekären Lage? Du meinst, wenn es wild auftaucht? Nein, nein, wir entlassen es jetzt. Aber es gibt manchmal, es gibt eine super kleine Prozentzahl, dass das Pokémon, wenn du es entlässt, es wiederkommt. Okay. Ja. Und in normalen Nuzlocks ist es so, dass du das Pokémon dann nochmal benutzen darfst. Ja, absolut. Gut, hätte ich kein Problem damit. Okay, irgendwelche letzten Worte für Taro? That's your job. Taro, du hattest eine harte Attacke. Aber im Endeffekt war sie dein Grab. Es tut uns leid, dass wir dich umgebracht haben, aber wohin genau, hat einfach genau die Fähigkeit von allen, die dich hat sterben lassen. Es tut mir leid, aber... Somit haben wir keine Übermoves, die wir versuchen können zu pullen. Auf Wiedersehen. Andi legt Taro ins Felsgrab. Taro ist jetzt frei. Tschüss. Tschüss, Taro. Taro. Naja, wir haben Flamara, Alter. Immerhin. Ja. Ich werde abgesehen nie wieder benutzen, ey. So, das Problem ist jetzt, wir können uns jetzt keine weiteren Pokémon holen. Weil die Route rechts, glaube ich, noch versperrt wird, bis wir uns Brock gestellt haben. Den Brock. Aber ich glaube, hier kriegen wir noch die Turbo-Treter. Von dem kleinen Gauner hier. Bitte? Du bist Trainer? Der lässt sich uns so einfach nur nicht durch. Rocco ist ständig auf der Suche nach neuen Herausforderern. Folge mir. Boah, wenn er mich jetzt zum Gym bringt. Boah, Junge, ich weiß, wo sein Gym ist, aber ich dachte, du gibst mir die Turbo-Treter. Kriegt man nämlich da an der Ecke. Ja, aber sicherlich erst, wenn du den Orden hast. Der richtig schön langsam mit dir dahin läuft, ja. Boah, richtiger Penner, ey. Bringt ihn nur bis zur Tür. Wenn du genug Mumm hast, dann versuche dich an Rocco. Ja, Mumm it is, ey. Was sagst du mir, Kleines? Gerüchten zufolge sollen die Pipi vom Mond stammen. Nachdem der Mondstein auf den Mondberg fiel, sind sie erstmals aufgetaucht. Okay. Ich überlege gerade, ob hier irgendwo noch ein Item war, ey. Aber ich glaube, an die meisten komme ich jetzt nur ran, wenn ich... Ja, da oben bräuchte es der Schneider für. Aber ist da oben vielleicht noch ein anderes? Nee. Ja, vielleicht irgendwo, aber wer weiß. Manchmal liegen auch Items irgendwo auf dem Boden rum. So ein Blattstein wäre jetzt nicht schlecht, ey.
Hallo. Nidoran, sitz. Okay. Nidoran. Bitte. Unser Pokémon ist ein Außenseiter, deshalb ist es schwer zu erziehen. Ein Außenseiter ist ein Pokémon, das man in einem Tausch erhält. Es entwickelt sich rasch, doch im Kampf kann es vorkommen, dass es einem nicht gehorcht. Unerfahrene Trainer nicht gehorcht. Wenn wir nur ein paar Orden hätten. Dieses bisschen Metall in meiner Hand. Wenn hier nur eine Arena in der Stadt wäre. Ist so. Warst du schon im Museum? Ja, ja, ja. Bitte, bitte schick mich nicht dahin, danke. I don't want to. Okay, das Problem ist, ich glaube, Brock hat 12 und 14 als Level. Das wäre nicht so tragisch, wenn keiner von uns sterben darf. Dementsprechend, bis zum nächsten Part, werde ich ein bisschen Power leveln, ha? Huh? Wenn ich einen Geowatz auspacken könnte. Ja, oder... Oder ein Stalos. Oder nochmal ein Lavados. So, lass uns bitte mal gerade besprechen, auf welche Level wir die Pokémon bringen. Ich persönlich würde fast sagen, ich will nicht alle auf 18 hauen, das ist ein bisschen heftig. Flammi würde ich auf 18 hauen. Flammi 18, Hippo und Lauchi auf 17. Deal. Okay. Dann werden wir das bis zum nächsten Part machen. Flammi 18, hä? Das müssen wir auch tun, weil sonst ist die Challenge wahrscheinlich vorbei. Ist so, wir können das jetzt schaffen, aber... Also klar, es ist möglich, aber dabei würden halt ein paar Pokémon draufgehen. Du könntest theoretisch den ersten Trainerkampf machen, aber ich weiß nicht, ob du dir das traust. Eigentlich hätte ich lieber erst hochgehauen auf 18 und 17 jeweils. Okay. Ich meine, wir können noch 5 Minuten ein bisschen so leveln unten. Ja, bin ich dafür. Und den Rest machen wir einfach offline. So, hab ich Flammi ganz vorne? Hab ich Flammi geheilt? Ja, Flammi ist geheilt. Sehr schön. So, dann gucken wir nochmal, was wir hier für Pokémon theoretisch gekriegt hätten. Und dann schnappt sich... Alter! Wechsel bloß, auch wenn er nur Level 5 ist. Lauchi! Haben wir eigentlich immer noch die Wegrennfähigkeit mit Flammi? Ja, ja, wir können noch abhauen jetzt. Wir können noch abhauen. Ja, dann wechsel, hau ab. Ich meine, ich könnte ihn auch mit Aufruhr one-shotten, ne? Ja, du kannst es auch sein lassen, falls er einen Blubber hat oder sowas. Und dann nicht gewone-shottet wird. Warte mal, Evoli hatte die Fähigkeit, nicht Flamara, ne? Ja, deswegen solltest du ja gucken. Ja, ja, ich hab's ja gerade gesehen. Ach, ein paar Gator, geh mal arbeiten. Okay, ich glaube Lauchi wird gelevelt. Ich liebe mich. Ich glaube auch, ey, okay. Wir leveln Lauchi, ich verstehe schon. Hier gehe ich kein Risiko ein, ey. Taro hatte die Fähigkeit Angsthase übrigens auch. Stimmt. Wow. Oh. Level 3 Carpador. Gib ihm Lauchi! Carpador, Carpador. Warum kann man... Ja, Carpador im Gras. Macht Sinn. Ja, der stirbt da gerade vor sich hin. 8 HP, auch yes, volle Mann. 8 HP, ey. Wow, danke. Da bewegt sich nicht mal mehr der Balken, ey. Das ist schon traurig. 8 EP, ey. Wir brauchen gefühlt so 500 oder so. Ach, willst du mich verarschen? Jetzt kriege ich keinen Impagator mehr. Ist okay, der durfte Lauchi nicht wegwicken. Nee. Vor allem nicht auf Level 2, ey. Ich gleich mit der Aerostrom um die Ecke kommt. Spiegeltrick. Oh, sogar. Hauptsache Taubsi Level 2 bringt mir mehr als Carpador Level 3, ey. Wenn jetzt Impagator kommt, dann von mir aus, aber. Hallo Taro. Feels bad, man. Feels bad. Warum sind die alle Level 3 hier, ey? Ist so. Ja, gut, die Vitania waren, glaube ich, auch nur auf 4, wenn ich dann später level. Nee, die waren da schon ein bisschen besser, glaube ich, oder? Nee, das waren Trainer-Pokémon. Sollst du jetzt mal einsehen, was... Ganz ehrlich, gegen Carpador mache ich jetzt das hier, ey. Reicht mir. Das dauert mir sonst zu lange gegen Carpador, ganz ehrlich. Ey, ist das dein Ernst, Junge? Ich habe gleich keine PP mehr für Säure, wenn das so weitergeht hier. Pinsir. Ich meine, auf Level 2 ist er auch One-Shot, aber trotzdem. Ja, dann wäre ein höheres Level, hätte ich schon ein bisschen Angst. Ja, ja. Der im Original kann der eine One-Shot-Attacke. Irgendwann. Ja, aber 57. Siehst du das schon besser, ey. Mhm. Nicht 8 Punkte oder so ein Bullshit, ey. Pinsir wäre auch cool gewesen. Absolut. Ich glaube, der hat bis heute, glaube ich, keine Weiterentwicklung bekommen. Nee, aber Shirox hat ja ein oder zwei. Ich glaube, eine, ne? Shirox ist schon ja, das recht. Ja, aber Shirox ist uncool, finde ich. Sichlor ist cooler. Shirox ist so, ich habe jetzt Runde Schnapper und keine Klingen mehr. Ja, ich finde Sichel auch besser. Ja, mach mal deinen Blubber, ey. Wow, dude, wow. Wir müssen auch aufpassen vor Pokémon mit Explosionen.
Ja, ja, das stimmt, ey. Da müssen wir extrem aufpassen. Schön. Hätte ich mal ein bisschen Erfahrung hier. Komm, gib mal einen Attack. Ja, Angriff und Angriff und KP nehme ich. Giftschweif. Giftschweif. Immer keine Pflanzenattacke, aber kannst du mal checken, wie gut die ist. Könnte besser als Säure sein. Ja, Pokémon. Lauchi. Bericht. Alles, was stark ist, nehme ich. Ja. 40 und 10. 50. 50. Angriff mit hoher Feldtrefferquote. Und Gegner wird eventuell vergiftet, ne? Also schon mal deutlich besser als Säure. Ja. Kannst gleich mal, wenn Impagato kommt, testen. Gerne. Das ist auch mega gegen Rocco erstmal. Erstmal Volltrefferquote und dann noch vergiften hohe ja, Chance. Ja, ja. Gut. Gucken wir doch einfach mal. Nice. Das ist eh One-Shot, brauchen wir gar nicht drüber reden, ne? Zack. See ya. Ja, vor allem eine Giftattacke mit hoher Volltrefferquote, ist ziemlich cool. Absolut. Gibt es sonst wenig Attacken? Sind wir hier in der Safari-Zone oder was? Taurus Level 5, aber ich mach Giftschweif, das dürfte klappen. Ja, ja, immer. Ich würde jetzt immer Giftschweif machen aus Silence und Capodor. Bedroher, gucken wir mal. Ja, das ist okay. Ich frage mich, ob Giftschweif als physische Attacke zählt. Wahrscheinlich schon. Oder ob es eine Spezialattacke ist. Musst du mal nachschauen. Okay, das one-shottet nicht, aber der nächste müsste one-shotten. Wir haben ja auch noch nicht Volltreffer gemacht bisher. Ich weiß gar nicht, was Gesicht überhaupt macht, ob der uns mehr Schaden macht. Nee, das ist ein Gegending von Doppelteam. Ah, okay. Boah, Junge. Ich glaube, der kann nur das, ey. Das ist ja mal auch scheiße, ey. Hast du einen Megataurus drin? Ja, macht keinen Schaden. Wiedersehen! Schau mal eine Karte! Boah, nice. Okay, nice. Ja, der kann immer kommen. Kapador. Kapador, tschüss Kapador, bin weg. Bruder muss los. So, ich würde Lauchi gerne noch aufs nächste Level bringen, wenn ich da ein Kapador kommen würde. Überleg mal, wie viele Kapados wir besiegen müssen, um einen Taurus zu kriegen. Ich werde mich an die South Park. Ja, kann ich mir Säure schmeißen, ey. An die South Park-Folge, wo die an den Schweinen oder so an den Ziegen grinden in der WoW-Folge. Also fühle ich mich gerade. Oh, Pinsir. Das gibt immerhin wieder 50. Ja, ist aber nur Level 2 diesmal. Ja. War der vorhin, glaube ich, auch, meine ich. Achso. Nidoran. Da hau ich ab, das ist ein Giftvieh. Und das gibt eh nicht viel KP und die Attacken sind nicht effektiv. Ja, einfach, das stimmt. Ne? Kann ich einfach abhauen. Sicherer. Hauptsache, wir haben keinen einzigen Impagato bisher getroffen, ne? Wollen die mich verarschen? Mit Flammy nur. Wer weiß, wie selten der ist und wie viel Glück der Anführungszeichen wir da hat. Nice. Zeit für Giftschweif, ey. Speak. Der gibt auf jeden Fall 100 Erfahrungspunkte oder so. Ja, denke ich auch mal. Aber kann sein, dass der das überlebt. Ja, der wird das auf jeden Fall überleben. Ist ja nur 50 Stärke. Volltreffer. Panzerschutz, nicht? Okay. Wie wir einfach noch keinen Volltreffer hatten, obwohl es eine hohe Volltrefferchance hat. Ja, ja. Wird er jetzt sterben? Der Panzerschutz kann nicht so viel machen. Nee, auf keinen Fall. So, ich denke mal, ich sag 190. 150. Ja, das ist der Level, den ich haben wollte. Weißt du, wann sich Miraplan entwickelt? 21, hat das letzte Mal erzählt. Das dauert mir viel zu lange, ey. So, dann gehe ich mal in die Pokémon heim. Wie gesagt, Flammy machen wir auf 18, die anderen beiden auf 17 und dann übergebe ich dir den Save-File. Wenn wir es nicht verkacken, haben wir bei Misty einen Duflor. Warte, haben wir nicht einen Blattstein? Nein. Und ich würde jetzt auch davon abraten, zu schnell auf eine Giflor zu gehen, weil Giflor vielleicht nichts lernt. Nee, das ist korrekt. Das müssen wir erst checken dann. So, wir speichern mal, Freunde. Das war Part Nummer 3. Wir haben viel geschafft. Wir haben Taro verloren. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, Freunde. Haut da rein. Ciao, ciao. Ciao.